Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Schminkkorb. Ich wollte euch kurz meine Review geben für die Sachen, die ich die Woche benutzt habe. Wir kommen zum einen zu den Paletten. Color Drain zum Beispiel. Ich fange direkt an, ich habe eh nicht so viel Speicher und so viel Zeit. Ich denke, meine Kinder bringen sich gleich um. Color Drain Lovelies. Wunderschöne Palette. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, sage ich mal, diese Palette zu benutzen, weil sie halt eben so ein komisches Farbschema hat. Ich weiß auch nicht, in welche Kategorie. Dieses Rot hatte ich drauf, komplett auf dem beweglichen Lid und komplett ausgeblendet. Sah wunderschön aus. Den in der Lidfalte, das Rot. Das Blauen habe ich auch schon getestet. Ich habe jede Farbe schon getestet. Finde ich toll. Die Qualität ist 1A. Für 15 Euro ein absoluter Schnapper. Ich finde, die Palette kann wirklich was. Und wenn man auf Farbschema, sage ich mal, abfährt, entschuldigen Sie bitte. Hallihallo. Aber mir ist das Rot gecreased. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich fettige Augenlider hatte oder weil die Pigmentierung einfach so stark und so cremig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Werde ich euch irgendwann mal sagen, wenn ich die nochmal in Verwendung benutzen werde. Und die darf auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Ich und Paletten liebe, ne? Dann habe ich die Perfection. Ja. Diese hier benutzt, das ist von Colourpop. Wenn ich euch wirklich eine ans Herz raten würde mit vielen verschiedenen Tönen, dann ist es zum Beispiel so eine. Da sind 16 Farben drinne und man kann einfach 4x4 ist 16, ja. Man kann einfach viel verschieden machen. Man kann eher so in die kühle Richtung gehen, in die warme Richtung, neutrale Richtung, bunte Richtung, in jede verschiedene Richtung. Ich finde es klasse. Und wenn auch da zum Beispiel habe ich viele verschiedene Looks getragen und auch dieses wunderschöne Grün benutzt. Ich finde, es ist eine Palette, mit der man einfach den ganzen Tag bewältigen kann, ganze Woche oder auch nur ganz schick am Wochenende. Ich kann sie euch von der Qualität her natürlich ans Herz legen oder auch vom Farbschema. Ich finde sie 1A. Man sieht, dass ich viele Töne schon benutzt habe, einige natürlich nicht, weil ich einfach nicht dazu kam. Aber ich meine, 16 Töne, da benutze ich an einem Lidschattentag, sage ich mal, mindestens 6 davon. Also, ja, tolle Palette. Darf natürlich in der Sammlung bleiben. Ja, fällt mir schon fast aus der Hand. So, meine Lieben, dann kommen wir zu den letzten zwei Paletten. Auch von der Jaclyn Hill. Ich hatte ja gesagt, dass ich so Hautreizungen, das Gefühl hatte, meine Haut, meine Augentränen, hatte ich die Woche jetzt gar nicht. Also ich habe, es ist heute Donnerstag, heute ist Vatertag. Hatte ich gar nicht. Ich habe sie dreimal benutzt. Wunderschöne Looks kreiert hier auch mit dem dunklen und mit diesem wunderschönen Gold und so. Werdet ihr auch in einem Video sehen, da habe ich sie benutzt. Gar kein Problem gehabt. Ganz tolle Palette, gar kein Problem. Lag wahrscheinlich echt am Wetter. Hey ihr Lieben, weiter geht's. Falscher Alarm alles. Ich zeige euch einfach die Sachen, die ich benutzt hatte. Die Paletten hatte ich euch ja schon gezeigt. Die liebe ich, die bleiben, alle bleiben. Jetzt zeige ich euch meine Joy-Geschichten hier. Das sind, wie nennt man das? Blushes. Einmal Rosé-Gold. Das ist ein ganz zartes, das würde ich jemandem empfehlen, der wirklich starke Lippenprodukte trägt und auch ja, nicht so auffällige Wangen mag, der eigentlich gar keinen Rouge bevorzugt. Wirklich tolle, subtile Farben. So ähnlich wie diese Geschichten von Max Factor. Diese Kompaktblushes da, diese gebackenen Geschichten. Finde ich super schön, darf auch bleiben. Genauso wie erst habe ich gedacht, Flirt Blush ist nicht so schön. Aber ich finde gerade, weil ich oftmals so starke Augen-Make-ups habe und bronzig, das, dann sehe ich immer so fahl aus. Ich finde, wenn ein bisschen Rouge da ist, dann geht's. Und ist auch eine tolle, tolle Farbe. Und auch die Kombi, ich weiß nicht, was das sein soll. Dieser hellere Ton. Ich bevorzuge eher dann das Rosa. Und diese zwei. Bleibt natürlich auch, finde ich ganz, ganz toll. Kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr auf der Suche seid nach subtilen Blushes, die gut aufbaubar sind, sind die super. Kommst du zu mir? Dann die letzte Palette ist die Laura Lee Palette und ich muss sagen, die ist sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, weil man einfach natürliche Looks machen kann und wirklich toll pigmentiert. Okay, aber nicht aufmachen.
machst du es bitte aber ohne aufzumachen, ja? Dann die Laura Lee Palette, die ich euch absolut ans Herz legen kann. So sieht die aus. Das ist die Cats Pyjamas. Wirklich ganz, ganz toll. Da hat mich doch die Nadine mit angefixt. Und sie ist es abermals wert, sie sich anzuschauen. Wer einfach natürliche Looks mag mit ein bisschen Rot, eher so warmere, wärmere Töne, dann ist das absolut eine große Liebe. Den Primer benutze ich ja schon eine ganze Weile. Der ist auch schon fast leer. Ich glaube nicht mal, dass da so viel drin ist wie markiert. Ja, ich mag den ganz gerne, gerade wenn ich eben draußen Looks mache. Also nicht nur den ganzen Tag daheim bin, sondern nach der Arbeit irgendwas noch mache oder sowas, finde ich das ganz gut. Und ja, also ich finde den ganz okay. Kann mich überhaupt nicht beklagen. Bin froh, dass ich Backups habe. Ist ein toller... ja, toller Primer, kann ich euch nur ans Herz legen. Dann habe ich benutzt den Fenty Beauty Gloss. Ich finde den super schön, ich zeige euch den mal. Das hat so einen Shift und es macht tatsächlich die Lippen etwas größer, wie ich finde. Gloss ja allgemein. Und ich finde nicht, dass er klebt. Ich allerdings habe tatsächlich das Problem, was ich auch bei Love hatte, dass es so einen weißlichen Rand bildet. Ich denke, dass meine Mundpartie einfach übersäuert ist und deswegen, oder ich Tollwut schiebe, keine Ahnung, ich liebe diese Farbe. Das Packaging fühlt sich wie billiges Plastik an. Ich muss sagen, da ist nichts hochwertig für mich. Für mich muss das schwer sein, so richtig, ja, weiß ich nicht. Also ich finde, egal welches Produkt, so außer Urban Decay, das fühlt sich schon schwerer an, ja. Ist aber auch, glaube ich, Plastik. Also ich weiß es nicht, ne? Keine Ahnung, sogar der ist ein bisschen schwerer, der von Lacombe, als der hier. Keine Ahnung, ich kann euch nichts... Ja, der Gloss ist toll. Das hat so Mini-Mikro-Kristalle, Schimmer, Glimmer, mega geil. Feiere ich das Teil und ja, darf er absolut in der Sammlung bleiben. Dann, ja, benutze ich immer mal wieder super gerne, wenn ich dran denke. Also gerne benutzt. Dann hatte ich diesen Kajalia mit drin, glaube ich, Matt-Geschichte. Ich muss sagen, er ist überhaupt nicht so geeignet, wie ich mir gedacht habe. Wenn ich ihn oben auf der Wasserlinie mache, habe ich ihn auch unten. Also es ist wirklich so ein Kohlkajal, den man eher zersmatschen sollte, aber nichts Großartiges. Ich bin wieder todesmüde. Sieht man, glaube ich, auch an meinen Augen, ne? Die werden immer kleiner. Ja, zu diesem Fixierungsspray von Revolution. Ihr hört das, es ist fast leer. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup hier stehen. Ich mag das sehr gerne. Ich habe nicht damit das Gefühl, dass es wie beim Glam Glow, dass ich so speckartig bin, sondern ich trage mir das überall hin. Ich muss nicht darauf achten, ob ich das jetzt nur auf die Stirn auftrage. Es nimmt die Puderschicht weg, aber es ölt jetzt nicht extra nach. Also es, ich könnte aber auch, glaube ich, Wasser benutzen. Ich finde, es riecht halt so nach Apotheke. Ja, es riecht echt nach Desinfektionszeug. Das ist bestimmt einiges, ja... Alkoholdinat an zweiter Stelle. Also so empfehlenswert finde ich das nicht. Aber es macht, was es soll. Es fettet halt nicht schneller nach und das ist toll. Punkt. Das bleibt auch, solange es halt eben leer ist. Dann habe ich ja diesen Concealer von Essence. Den mag ich sehr gerne, obwohl er eher etwas pastös ist. Selbst wenn ich keinen Concealer benutze, creased mir auch die Foundation. Es ist halt einfach so, mal mehr, mal weniger. Egal, ob ich es hätte oder nicht hätte, es creased. Ich habe halt einfach diese Tränensäcke, die da so sind. Und ja, scheiß der Geier drauf. Wenn das so creased, dann mache ich einfach mal den hier und dann ist das schon wieder vorbei. Ich scheiß mich da jetzt nicht zu und sage, das muss perfekt 24 Stunden mal 7 sein. Nee, der ist okay, würde ich aber nicht nachkaufen, weil ich finde ihn schon etwas trocken und ich würde ihn auch eben keinen empfehlen, der eben eine trockene Unterhautpartie hat oder eben mehr Fältchen, weil er ist doch eher cremig. Da würde ich eher etwas Flüssigeres empfehlen, wie diesen Drop Concealer von Catrice. Ja, dann habe ich noch das da getestet. Ich werde das trotzdem behalten und werde das eher so im Sommer wahrscheinlich auf die Rötung packen. Das ist Hot Ready Concealer. Das ist kein Concealer für mich. Das ist so ein Hotspot. Ja, irgendwie so punktueller Concealer, wenn man Pickel hat und dann aber auch lieber unten drunter. Die habe ich heute jetzt nicht gemacht. Aber sollte ich das dann machen, mache ich das so und dann die Foundation drauf. Weil ich finde, wenn man das eben nur so drauf tupft, sieht man irgendwie trotzdem den Rand. Egal wie man es verschmiert. Also ja, ist okay, ist aber eher so cremige Geschichte, mag ich nicht so. Das verschiebt sich halt ständig.
Dann habe ich verfluchterweise noch immer noch dieses Teilchen hier drinne, immer noch kein Hit the Band, schon fünfmal auseinandergeflogen. Ich bin eher an dem Ton dran und an den zwei. Alles andere ist mir einfach, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, für mich, wenn das Hit the Pan hat, das Hit the Pan hat und diese zwei, ist das Ding draußen. Dann werde ich das auch wirklich entsorgen, verschenken, weiß ich, nie wieder nachkaufen. Ich finde das immer wieder fleckig. Ich bin ja auch mal gespannt, wenn man unser Projekt auch weitergeht, ob ich diese Palette überhaupt leer mache. Ich dachte ja, dass ich es irgendwo reinpresse. Das war auch das, wo mich Jenny nachgefragt hat. Ich wollte das eigentlich hier reinpressen, damit ich immer nur eine Dose habe und nicht so eine riesen Palette und dann einfach rumswirlen. Aber ich habe Angst, dass es noch besser pigmentiert ist und ich dann gar nicht klarkomme. Deswegen bleibt es jetzt da drin und fertig. Ja, dann habe ich noch benutzt gehabt den Naked, den nehme ich jetzt auch diese Woche mit rein. Das ist der Peach Corrector, den möchte ich mir einfach an die Augenringe geben, weil ich doch merke, dass es einen Unterschied macht. Aber ich sitze, manchmal vergesse ich komplett den Concealer, ich swatch euch den mal. Da sieht man richtig, wie peachig der eigentlich ist. Ja, da ist auch nur noch die Hälfte so ungefähr drin und ich hoffe einfach, dass der leer geht. Dann kann ich ihn auch nachkaufen, wenn er leer ist. Aber ich habe ja den Becker Under Eye Concealer, von daher brauche ich den nicht unbedingt. Aber den möchte ich jetzt nächste Woche probieren, einfach täglich zu benutzen. Dann möchte ich auch das hier benutzen, das ist das Medium. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Klärt mich bitte auf. Ich dachte ja zuerst, es wäre ein Concealer. Aber dann habe ich über... Da steht ja nichts vom Concealer. Da steht null... Da steht nur BB Cream für den frischen Kick. Ich denke, dass das einfach eine Probegröße ist, dass ich das einfach leer mache und gut ist. Also werde ich die Woche testen. Es ist jetzt nicht etwas, was ich bevorzuge, weil ich gedacht habe, so ein Schrott für Concealer. Ja, machen wir jetzt einfach leer und gut ist. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann nehme ich noch mit rein das hier als Primer. Ich möchte es einfach leer machen. Ich habe den Deckel vorher verloren gehabt, habe ihn jetzt aber wiedergefunden. Möchte ich einfach benutzen, weil ich es finde. Es macht einen tollen Glow. Man funktioniert mit einigen Foundations und finde ich klasse. Dann hat mir die liebe, das hat mir übrigens die Steffi, glaube ich, zugesteckt. Aber nicht im Trash-Paket, sondern als ich was bei ihr gekauft hatte. Ich glaube, du heißt Steffi. Mein Gott. Dann haben wir dieses Rouge Blush Highlighter Gedöns. Sehr interessant, das ist Obsolenze von Revolution. Das Packaging ist ja mal abermals geil. Vielen Dank, Kati. Ich bin gar nicht so die pinke Maus, aber es geht auch etwas ins Peachige, von daher kann ich es testen. Dann möchte ich auf jeden Fall mit reinnehmen von Colourpop, ein Monolidschatten. Schaut mal, das ist dieses hier, das ist Bill. Ja, der alte, gute Bill. Und dann habe ich von Claudia Schiffer einen weißen Kajal. Den habe ich mir heute auch hier so ein bisschen hingetragen, damit es wach aussieht, weil ich den ganzen Tag einfach nur schlafen will. Zur Palette einmal die Thirsty. Thirsty von Jeffree Star möchte ich testen. Absolute Sommerpalette. Dann Peaches and Sweet Peach von Too Faced. Mega geil. Und Morphe. Ich bin wieder und die da. Morphe. Hallo. Ja, kurze Unterbrechungen immer mal wieder. So ist es halt. Kleiner Schrank natürlich auch wieder offen. Ich möchte noch eine Foundation mit reinnehmen. Eigentlich zwei, um sie einfach Platz zu machen. Ich habe hier so ein paar, die halb leer sind oder mindestens zur Hälfte einfach aufgebraucht sind. Einmal die MAC und heute trage ich die Essence. Die Fresh and Fit, die möchte ich auch noch mit reinnehmen. Das ist die Nummer 010. Die passt jetzt gerade sehr, sehr gut. Etwas heller, aber das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn mein Gesicht nicht ganz so braun ist wie das hier. Weil wenn doch ein Stück Foundation abgeht, habe ich hier einfach einen weißen Fleck. Das sieht einfach kacke aus. Ich muss so ein Mittelding finden. Und zurzeit passt das sehr, sehr gut. Die ist auch so gut wie leer. Also scheint mir einfach so. Sehr gut aufgebraucht schon zu sein. Die war jetzt im Trash-Paket. Die finde ich echt gut. Deswegen darf die jetzt auch aufgebraucht werden. Dann habe ich hier noch so ein paar zur Auswahl einfach. Aber ich konzentriere mich jetzt diese Woche da drauf. Als Concealer, wie gesagt, nehme ich noch den hier mit rein, wenn ich so eine leichte Textur brauche. Da entferne ich den Stopper auch nicht. Der bleibt dann so, wie er ist. Und dann hätten wir eigentlich die Sachen ja schon. Ich möchte noch als Setting Spray das hier mit reinnehmen. Das ist von Catrice Vanille LE. Man kann das Ding nicht aufschrauben, deswegen, ja. Und der Sprühnebel ist sehr, sehr fein. Richtig cool, riecht aber komisch. Darf platt gemacht werden und gut ist.
Genau, das sind die Sachen. Und ich teste ja eh mit euch immer mal wieder ein paar Sachen. Und deswegen, ja, bei dem Glow-Highlighter habe ich jetzt mir Gedanken auf dem Balkon gemacht. Ich behalte den noch. Der ist einfach viel zu schön in der Textur. Der ist so samtig. Das ist zwar so ein All-Over, aber wenn ich mal eben nicht so Overdress haben möchte, dann kann man den ganz, ganz toll dahin machen. Ich zeige euch das mal. So, ja, also seht ihr das? Der ist dann nicht so Overdress. Der ist dann halt nur so ein bisschen da irgendwie. Und die Textur ist auch eigentlich ganz angenehm. Die kann man gut einarbeiten, auch mit dem Finger, weil mit dem Finger da kriegt man halt weniger Sachen drauf. Und ja, ich finde einfach, das manchmal ist das doch schön. Also ein paar Sachen durften wenigstens diesen Monat gehen und ein paar, oder diese Woche, eigentlich sind es fast schon 2 Wochen. Am Sonntag kommt ja mein Schminkkörbchen. Eigentlich, wahrscheinlich wird das auch erst Sonntag hochgeladen, weil, aber ich benutze die Produkte schon vorher, also ab morgen. Morgen ist Freitag, dann habe ich 2 Tage Spielraum und ich denke, dann kommt wieder so ein bisschen, ich kam einfach nicht zum Film, es war einfach viel zu stressig, deswegen habe ich es gelassen. Und ein paar Nagellacke wollte ich noch testen. Ich habe hier ganz, ganz viele, die ich noch nicht benutzt habe. Ein paar kenne ich tatsächlich schon, ein paar noch nicht. Das sind so die Nagellacke, die ich in dieser Woche gerne mal ausprobieren würde. Gerade so die hellen Töne. Auch heute habe ich einen ganz neuen von Catrice drauf. Zwar die alte Version, aber ich finde einfach, die Nagellacke können was. Und auch diesen knalligen in Lederoptik finde ich richtig geil, ja. Also gerade so helle Farben, das würde ich jetzt zum Beispiel eher im Herbst bevorzugen, wenn halt auch Regenwetter da ist. Aber ich freue mich auf die auch. Und den hier würde ich mir auch gern drauf ballern. Das ist so ein richtig schöner, ja. Wir werden einfach gucken, was ich benutzt habe. Und dann stelle ich sie einfach hier auf mein Regal hin. Dann weiß ich, was ich euch reviewen kann. Und ja, wir sehen uns einfach im nächste Woche drin. Das Schminkkörbchen läuft ab dem 31. bis zum, weiß ich nicht, 7, 9 Tage dann wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal, dass wir mal Natasha Denona in Angriff nehmen. Die wartet auf uns. Die wartet heiß und innig. Und ich wollte tatsächlich meine Palettenschublade ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Mit euch mal sortieren und auch deklattern eventuell. Mal gucken, weil ein paar Sachen benutze ich tatsächlich nicht. Und ein paar Sachen, von denen könnte ich mich tatsächlich auch trennen. Man glaube es kaum, aber ist so. Und somit hoffe ich, das Schminkkörbchen gefällt euch auch diesen Monat. Und ja, ich habe noch ein paar Videoplanungen. Von daher sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ciao, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe mal wieder nichts vergessen. Aber das kann passieren. Dann war es nicht so wichtig. Ciao.